Hallo zusammen. In diesem Video ein paar Tipps, wie Sie IHK-Projekte angehen, von Antragstellung bis zur Präsentation und Fachgespräch. Das ist aus meiner Sicht extrem wichtig, weil diese Note 50% der Gesamtbewertung ausmacht, also lohnt es sich, eine gute Arbeit zu liefern. Neben meiner Tätigkeit als Lehrkraft bin ich auch seit Jahren IHK-Prüfer, sodass ich Ihnen meine Beobachtung aus den letzten Jahren in diesem Video oder dieser zweiteiligen Videoreihe zusammenfassen möchte und Sie auf unnötige Fehler hinweise. Im zweiten Teil gibt es detaillierte Beschreibung zur Projektdokumentation, Präsentation und Fachgespräch, damit Sie unnötige Abzüge vermeiden können. Diese Informationen beziehen sich auf die IHK Stuttgart, trifft aber größtenteils auch auf IHKs andere Regionen zu. Vergleichen Sie bitte auch die Verlinkung in der Videobeschreibung. Dort befinden sich alle Dokumente, die in diesem und nächsten Video gezeigt werden. Hier sehen Sie beispielsweise eine Zusammenfassung, welche Informationen hier beispielsweise zu der Bewertung gibt, die aber im zweiten Teil detailliert besprochen werden. Kommen wir nun zum Ablauf der gesamten Prüfungsteil A. Zunächst stellen Sie einen Projektantrag, dann wird dieser Antrag von der Prüfungskommission durchgelesen und dann entscheidet diese, ob der Antrag genehmigt mit Auflage oder nicht genehmigt wird. In diesem Fall müssen Sie den Projekt erneut stellen oder beziehungsweise zum selben Thema oder ein anderes Thema. Dann dürfen Sie bei genehmigt und genehmigt mit Auflage schon mit dem Projekt beginnen und nebenher dokumentieren bzw. nach Abschluss, dass Sie erstmal komplett alles durchführen und dann dokumentieren, ist Ihnen dann überlassen. Sie geben die Dokumentation dann ab und dann entscheidet die Prüfungskommission über die Note, also die Dokumentation an sich wird durchgelesen und eine Note wird gebildet. Das ist der Teil, also 50% vom Prüfungsteil A. Schon eine Menge. Danach werden Sie auch eingeladen zu einer Präsentation, dass Sie Ihren Projekt präsentieren. 15 Minuten im Anschluss, ebenfalls 15 Minuten ein Fachgespräch über Ihre Dokumentation bzw. andere Themen, die dort involviert sind. Dann zieht sich die Prüfungskommission zurück und berät sich über die Note und am selben Tag bzw. nach dieser Beratung erfahren Sie, ob Sie die Prüfung bestanden haben oder nicht. Eine Note, also genauere Note, gibt es später per Post. Beginnen wir nun mit dem Projektantrag und welche Hinweise da gibt. Und zwar, wenn Sie einen Antrag stellen, dann müssen folgende Punkte berücksichtigt werden. Sonst müssen Sie, wie gesagt, unnötig erneut einen Antrag stellen bzw. ein anderes Thema sogar wählen. Und das muss nicht sein, das ist halt mit viel Stress verbunden. Der erste Punkt, eigentlich selbstverständlich, passt das zum Ausbildungsberuf? In dem Fall beispielhaft Fachinformatiker Systemintegration. Aber manchmal ist das so, dass ich manche Anträge schon mal hatte, wo der BWL-Teil höher war als der technische Teil. Zwar ist der BWL-Teil auch Teil der beruflichen Handlungskompetenz, aber wenn ich ein Fachinformatiker bin, dann würde ich gern schon ein technisches Background im Projekt sehen wollen, und zwar eher ein größeres Software- oder Hardware-technisch. Also hier geht es um die Schwerpunkte in der Dokumentation. Das sollte ungefähr die Stundenanzahl im Lehrplan entsprechen oder die alte Stundentafel, die Sie von der Schule kennen. Dann sollen folgende Punkte auch nicht fehlen. Wie planen Sie Ihren Projekt? Welche Motive gibt es oder wozu machen Sie das überhaupt? Das heißt, was ist der Mehrwert dieses Projektes? Der nächste Punkt bezieht sich auf die Ist-Situation und was Sie am Ende dieses Projekts an Resultate liefern, also die Soll-Situation. Damit die Prüfungskommission erkennt, aha, das ist der Plan und das entspricht dem Umfang oder aber auch nicht. Daher kommt es zur Entscheidung, genehmigt, mit Auflage genehmigt oder abgelehnt. Bei der Entscheidung, genehmigt mit Auflage, sollten die vorgegebenen Auflagen in der Dokumentation berücksichtigt werden. Sonst gibt es natürlich auch Abzüge. Damit die Doku natürlich ganzheitlich wird, müsste auch der betriebswirtschaftliche Aspekt in Form von Kostenplanung, Kosten für Sachmittel, Personal, Hardware, Software und so weiter integriert werden. Als nächstes ist das Umfeld zu erwähnen, einfach aus dem Grund,
damit die Prüfer einschätzen können, um welche Kunden es sich handelt, wie ist die Zielgruppe und damit die Fokussierung der Themen, beziehungsweise auch die Tiefe. Und wer ist natürlich am Projekt involviert? Wird das gesamte Projekt von einer Person oder im Team bearbeitet? Es ist gar kein Problem, wenn Sie im Team arbeiten, aber man muss natürlich auch Sie verantwortlich machen für bestimmte Module oder Projektabschnitte. Das heißt, Ihre eigene Leistung, das ist ja ganz, ganz wichtig, Ihre eigene Leistung muss sichtbar sein. Der nächste Punkt, Qualitätssicherung. Hier natürlich müssen die einzelnen Schritte erläutert werden, dass diese auch begründet werden. Nicht einfach, ich habe das und jenes gemacht oder ich werde das und jenes machen, sondern auch das Warum, beziehungsweise dass verschiedene Strategien verwendet werden. Also das kommt alles in der Dokumentation, dass verschiedene Strategien verwendet werden, um das Ziel zu erreichen. Dann kommen vermeintliche Fehler, dass die Zeit nicht richtig angegeben wird im Inhaltsverzeichnis. Also manchmal verrechnen sich manche Azubis beim Projektantrag und geben die also unkorrekte Stundenanzahl an, beziehungsweise eine schlechte Inhaltsangabe, ziemlich bestehend aus drei Punkten, sagen wir mal. Und das sollte nicht so sein. Eine Inhaltsangabe sollte ein bisschen detaillierter sein, sodass man erkennt, wie viele Stunden pro Projektabschnitt dann ja, gebraucht werden. Manche geben ja gar keine Inhaltsangabe an. Das heißt, komplett fehlt, dass dieser komplett fehlt. Und sind die Zeiten überhaupt realistisch in der Inhaltsangabe? Das heißt, hier sehen wir mit 35 bzw. 40, das hängt mit der neuen Ausbildungsberuf zusammen. Das ist ebenfalls in in der Verlinkung mit dabei. Bei der alten, also alle Verträge, die vor dem 01.08.2020 abgeschlossen wurden, da ist die maximale Anzahl, Stundenanzahl für das Projekt 35 Stunden. Und bei der neuen Ausbildungsverordnung ab 01.08.2020 dürfen maximal 40 Stunden für das Projekt sind 40 Stunden für das Projekt vorgesehen. Wichtig auch, sind die Stunden überhaupt realistisch? Das heißt, für einfache Aufgabe brauche ich sicherlich nicht 10 Stunden. Oder dass man unnötige Schritte durchführt, die mit einem Tool viel schneller und automatisierter abgearbeitet werden. Das heißt, Sie können ja kein Projekt abgeben, wo Sie an hunderte von PCs irgendeine Anwendung installieren. Ja, das ist eher so ein Aufwand, ein persönlicher Aufwand, aber das ist ja keine, sagen wir mal, Projekt oder keine Idee, neue Idee oder beziehungsweise ja, ein Mehrwert für einfache Informatiker. Auch wichtig zu erwähnen, dass der Auftraggeber hier an dieser Stelle vorhanden ist. Ja, wer ist dann überhaupt der Auftraggeber? Der sollte natürlich nicht fiktiv sein, sondern auch am besten realistisch. Und der wird am Anfang erwähnt, beziehungsweise auch ganz zum Schluss bei der Projektübergabe, also wenn es zur Abnahme kommt dieses Projektes. Selbstverständlich müssen Sie ja die Projektziele angeben und dementsprechend ist es ja auch wichtig für die Prüfungskommission, damit man sieht, ob die Ziele überhaupt so realistisch sind oder nicht. Wenn Sie sich daran halten, dann müssten Sie eine Genehmigung bekommen. Wenn nicht, dann werden Sie selbstverständlich auch in einem Text oder einer Begründung erfahren, woran es gelegen hat und dementsprechend das auch korrigieren. Soweit zum Projektantrag, sehr allgemein. Im nächsten Video erfahren Sie detailliert, worauf es beim Prüfungstag, das heißt die Präsentation und Fachgespräch, ankommt. Bis dahin und tschüss.